Arm Chicken Wow Wow. Meine Damen und Herren. Geile Anmod, Kalle. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Hart aber herzig mit Kalle ohne Sterzig. Ne? So nehme ich. Aber mit dem Henno. Ja, es sind wieder ein paar Tage vergangen. Ihr habt wieder ordentlich reingepayt in die Donation Box, sagen wir jetzt mal. Wir können uns das direkt hier auch einmal ansehen. Wir sehen hier schon wieder 23.500 Euro sind bisher über 1049 Spenden dazugekommen. Ja. Also es ist halt ein bisschen viel. Es ist super viel. Wir haben euch jetzt in der letzten Folge versprochen, dass jetzt Sterzig mit dabei ist. Deswegen auch ohne Sterzig, habe ich ja angekündigt. Weil der hat heute Besuch von Mutti. Ne? Grüße gehen raus. Das bedeutet, der hat heute einfach mal frei und wir holen ihn so schnell wie möglich dazu. Aber heute, wir nehmen jetzt wieder zwei Folgen heute auf, ist er nicht mit dabei. Das war ja die Strafe sozusagen oder das Handicap ab 15.000 Euro, das habt ihr schon lange geknackt. Und ihr seht jetzt hier unten, haben wir auch schon wieder neue Meilensteine eingerichtet und wir haben die Schritte mal wieder ein bisschen erweitert. Wir sehen ja, aber es geht so nicht weiter. Ja, wir wollen mal ein bisschen daddeln, weißt du, ich meine. Ne? War auch euer Wunsch und wir haben jetzt hier am Anfang gehabt, die 100, 200er Schritte, das bringt nichts. Selbst 1000er Schritte sind zu wenig offensichtlich, deswegen haben wir es mal ein bisschen erhöht von 17.000 auf 20.000 auf 25 und dann 30 und dann ist auch irgendwann mal Feierabend, haben wir mal. Aber ja, mega cool, dass ihr mit am Start seid. Heute gibt es aber nochmal von uns ein bisschen Kohle drauf, denn für jeden Trank, ob normaler Trank oder Mana, da muss der Henno heute natürlich ehrlich sein, weil wir können es natürlich jetzt immer wieder einblenden, wenn er einen trinkt, aber das wird dann halt auch im Editing wird das ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir zählen laut mit, wir machen uns hier nebenbei eine Strichliste und ja, dann wird pro Trank, ob Mana oder normaler Heiltrank, 10 Euro reingespendet. Das ist doch was, ne? Und in der nächsten Folge dann bei Max, kommende Woche dann am Dienstag, dann werden wir ein weiteres Handicap nutzen, und zwar, wir dürfen keine Portale nutzen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Das bedeutet, auch da haben wir euer Feedback gehört. Bitte nicht so viele auf einmal verbraten, nicht alles nur mit Handicaps vollstopfen. Deswegen jetzt erstmal ein Handicap pro Folge. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss. Und ihr seht auch schon, wir überlegen immer noch kontinuierlich weiter. Sind natürlich auch sehr gespannt, ob ihr noch weitere coole Vorschläge habt. Und Sterzig kommt da nochmal nach. Was sagst du dazu? Jo. Ja, sobald Sterziger Zeit hat. Genau. Da wollen wir ihn nicht stressen. Genau. Genau, und ansonsten, unter der letzten Folge gab es super viele Tipps in Bezug auf Runen und generell so Item-Builds für mich auch und ja. Sockel. Ja, zum Beispiel und hier der, Entschuldigung, will ich noch mal kurz erwähnen hier, Kumo 7 Gaming. Der hat hier eine ganze Palette, ihr seht, ja. Eine ganze Palette an Items einfach mal vorgeschlagen. Mega cool. Das Einzige, was ich davon kannte, war tatsächlich Leaf. Und ich bin halt so ein Endgame-Spieler eigentlich nur. Deswegen finde ich es mega cool, dass ihr euch da auch die Mühe gemacht habt. Entschuldigung, Max, bitte. Nee, alles cool. Und deswegen, ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich erstmal den Frostbild weiterspiele, bis wir dann halt mal Leaf haben. Ja, sollten wir das irgendwann mal haben. Dann würde ich umspecken. Dann würde ich ordentlich Feuerbälle ballern. Ja. Mega. So. Und ich mache jetzt Folgendes, denn auch von Kumo 7 habe ich mir hier ein schönes kleines Runenwort Tier El ausgesucht. Und zwar gibt es da ein Schwert, eine Axt oder einen Knüppel. Und ich hoffe mal, dass ich mit dem Rohling das jetzt nicht verkacke. Ich hoffe aber auch, dass ich bald diese Rune nochmal finde, dass ich dann, falls sie mich jetzt in den Kommentaren komplett wegflamet, dass ich dann das nochmal bauen könnte. Aber ich denke, wenn ich jetzt ein besseres Schwert finde, kann ich es ja eh nochmal machen. Denn die andere Rune wollten wir, genau, so eine Eve-Rune, da gibt es noch eins mit Eve, das wollten wir jetzt behalten, deswegen knall ich das jetzt hier rein. Hier, El, zack, jetzt habe ich Stahl, Junge, unnormal. Und, Stahl, unnormal. er würde den Zepter jetzt hier nochmal beiseite legen. Und wir können auch mal direkt, warte mal, wir machen hier mal direkt einen Vergleich. Wir sehen hier 39 zu 64. Ja gut, das hat sich jetzt nicht so in der direkten Anzeige gelohnt. Aber die Werte, ne, die sind halt nicht schlecht, glaube ich. Und ich krieg Mana nach jedem Kill, das ist auch vielleicht nicht so kacke. Weil dann kann ich Eifer die ganze Zeit durchspammen. Ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Werden wir mal sehen, ob sich das gelohnt hat. Aber vielleicht brauche ich einfach noch einen stärkeren Rolling am Ende des Tages. Genau, Kalle. Und jetzt schalt mal bitte zu mir. Ja. Danke.
der oder ihr habt auch viele Vorschläge gebracht in Bezug auf mein Equipment, was ich so an Kombination machen kann. Und ich habe jetzt hier Eed und Tal. Und wenn ich das in eine Rüstung sockel, die zwei Plätze hat offensichtlich, dann kriege ich wohl, ich mache das jetzt, Achtung. Ist wichtig, welche zuerst? Ja, auf jeden Fall. Nein. Echt? Ja. Es ist wirklich wichtig. Okay, was muss ich zuerst rein? Warte, welche willst du denn machen? Stealth. Warte, ich schau schnell nach. Warte. Erzähl mir. Der ist jetzt eh zu spät. Hast du schon gemacht? Ich hab schon einen rein. Okay, welchen hast du denn rein? Eed. Falsch rum. Ist falsch. Ja. Nein. Total Eed musst du hast machen. Hast du nicht einen Eed? Nee, ich hatte Tier und Eel. Warum ist das denn wichtig? Ja, Junge, du kannst doch nicht. Ja, okay, muss man halt wissen. Du kannst nicht Scheiße. Sagen, ich will ein Bier und kannst mit Bier anfangen. So. Bier, ich will ein. Das geht ja nicht. Hä? Ja, das ist doch scheiße, Max. Du musst doch aufpassen. Scheiße. Ja, da würde ich jetzt aber auch mal. Ja, okay, dann F in die Kommentare. F in die Kommentare, dann lasse ich das und heb zumindest noch Tal auf. So, ja? Ja. Warte mal, womit Scheiße hast du jetzt angefangen? Du hast jetzt mit Eve vielleicht kann ich dich retten. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Hast du Eed? Nee, ich dachte. Ich krieg's ja auch nicht mehr raus, ne? Nee, es sitzt für immer forever alone. Ja, dann müssen wir die Gräfin nochmal pumpen. Ja, das wollen wir eh machen. Ja. Zu jeder Folge am Start, ne? Ja. Komm, dann lass mal loslegen. Direkt zur Gräfin, Junge. Ja, rein da. Ja, dran denken, bei jedem Trank 10 Euro in die Tasche, ne? Ja, Mann. Schwarzmoor, ne? Oder Dunkelwald. Prösterchen. Ja. Okay. Machen wir. Oh, hier geht's direkt los. Die knallen direkt drauf, ey. Die lassen einfach gar nichts anbrennen. Jo. Ich muss das Game Sound, glaube ich, ein bisschen runterdrehen hier. Alter, Frost Nova scheppert jetzt aber auch, ey, Alter. Geil, macht. Oh, ich hab endlich wieder, ne? Ja, ja. So, gehen wir los. Aber echt so Bock, Mann. Ja, ist auch einfach ein belohntes okay. Game. So, ich trinke extra nichts, Alter. Ich bin heute Sparfuchs, was Tränke angeht. Ja, 10 Euro, das Schmerz, ne? Digga, das tut auch irgendwann weh. Ich will ja auch heute Abend zum Beispiel noch einen Döner essen, oder? Ja, so. Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Wie sollen wir dann die Miete bezahlen, wenn wir jetzt hier unsere Miete verzocken? Versaufen. Eben. Im wahrsten Sinne, wir versaufen ja. Unser Geld. Es ist halt, ist einfach scheiße, Digga. So, erstmal drauf. Jetzt mal wieder reinkommen hier. So. Ja, ist so. Es ist immer ein gutes Warmmachen auch, finde ich. Ja. Einmal die Gräfin. So. So. Oh, hier sind Fanatisten, Junge. Zack, mal, wenn ich die umkloppe. Zack. Oh, ein Amu. Amulett. Okay, aber auch ein ledierter Smaragd. Oh, hier, die grauen Rüstung musst du mal einpacken. Ach, weil das sind gesockelte Scheiße. Ja, ja, genau. Kannst du mal reinschnuppern. Okay, lass mal ein bisschen Strecke machen, weil das sind eh alles Billo-Gegner. Ja. Oh. Ja, alles Billo-Gegner. Zwei goldene Items. Ja, aber es ist Akt 1, Digga. Jetzt musst du auch mal... Komm, hör doch einmal auf. Jetzt hier immer dieses Nörgeln. Ja. Alter, wie ich dich hier wegklatsche. Oh, ein Topaz. Nice. Übrigens, bis ich Leaf haben sollte, halte ich Ausschau nach einem einhändigen Stab, der Cast Speed erhöht. Und weil dann würde ich ein Schild so lange tragen wollen, wo ich halt übel viel Diamanten und ich glaube Topaze reinknall für Blitzresistenz. Jo. Gegen die, ne, Skarabäen. Ja, das wäre vielleicht bei dir, du hast ja auch Schild, oder? Ja, und Schild. Dann such dir doch mal eins, auch mit Sockelplätz, falls du noch nicht hast, und hau da ordentlich hier Blitzresistenz rein, oder? Ja. Weiß gar nicht, was habe ich denn? Habe ich hier schon? Ich habe sogar schon, ja, 5%, das ist nicht so viel. Insgesamt habe ich aber, ja, ich habe schon 33% Blitzwiderstand, das ist schon gar nicht mal so schlecht, ey. Nö. Ich kenne mich ja aus, so. So, lass uns mal hier durch. Hast du schon einen getrunken? Nee. Das ist richtig heftig, ey. Ich halte hier richtig durch. Mhm. Und du? Ich glaube nicht. Ja, ich habe ja in meinem Stab Wärme 3, deswegen. Also, falls wir es vergessen, lieber Zuschauer, oder? Also, wenn ich einen übersehe und ich nicht sage, ich will immer aufschreien, wenn ich jetzt einen trinke, so, jo, einen runter. Oh, oh! Alter, das war unique, ne? Oder? Ja, du hast es aber direkt gegräbt, Junge. Echt? Ja. Immer gräbst du mir alles weg. Was ist es denn? Ich hab's. Verrate ich nicht. Doch. Doch. Nö. Ja, dann nicht.
Danke. Also eh nur ein Drecksalter wahrscheinlich. Ja, klar. Aber warte mal, da ist ja schon der Ausgang gewesen. Ja, pass mal auf, da unten. Ja, eben. Ich warte hier auf dich. Nicht. So. Okay, oh, ich brauch nur nicht einmal was trinken. Das ist Ehre. Ledierter Diamant. Ehre. Dass ich hier alles kriege. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Oh, hier ist irgendein grünes Vieh. Der hat Blitzverzauberung. Ist tot. Ah, ist ein schönes Amulett, was ich mal mitnehme. Ja, ja. Rakadishu, Digga. So. Rakadishu. So. Ich trinke nicht, Junge. Es ist, ich bin low on Mana, aber ich trinke jetzt nicht. Ja, das Ding ist halt, ich krieg halt Mana zurück durch meine Attacks. Kriegst du übrigens mit dem Stab dann auch. Aber nicht so viel. Also du wirst halt richtig schlucken. Du musst eigentlich, ja, du wirst schlucken. Ja, ist ja auch cool für mich irgendwo. Ja, klar. So. Gräfin ist nur eins tiefer, ne? Alter, was ist mit denen los? Ja, die wollen. Ich kann ihn noch mehr tragen, hat er gesagt. Aua, aua. Halt der Bauer. Die Äpfel sind so sauer. Ja, aber generell, man kriegt ja schon ganz gut Loot bei so einem Run. Ja, ich war so ein bisschen verwirrt. Irgendjemand hat drunter geschrieben, wir würden alle 30 Sekunden irgendwelche Dad-Jokes reißen. Stimmt ja gar nicht. Dad-Jokes? Ja, als würden wir die ganze Zeit so richtig schlechte Witze machen. Was soll das? Das scheint ja einen Nerv getroffen zu haben bei dir. Nee, haben wir ja nicht. Ja. Ich will mich doch nur austauschen. Was soll das jetzt? Oh, ja, also. Okay, ich schluck jetzt eins. Hast du einen geschluckt? Ja. Eine Ehe. Na toll. Dann nehme ich mit. Nimm mal. Was macht die so? Die macht Lichtradius und Waffen, Angriffswert. Ja, gut. Und Kombinationsmöglichkeiten? Oh, Junge, ich hätte halt Stealth jetzt, ne? Stealth! Ist halt scheiße. Ja. Die Ehl habe ich ja zum Beispiel jetzt hier in meinen Stahl reingepackt. Na, Tier Ehl. Okay, ich. Ja. Ich guck mir jetzt die Schärpe an. Ja. Alter. Also erstmal 15 zu Mana. Oh, das Mana regenerieren 30% und alle Gegenstände plus 5. Wie heißt alle Widerstände plus 5. Echt? Wie heißt die denn? Lenimo. Ja, Lenimo-Schärpe. Ja, krass. Ja, das ist ja perfekt für dich. Ist perfekt auch für die Folge. Ja, damit du nicht saufen musst, ne, Digga. Hier, willst du den? Oh, der ist safe besser als meiner. Ja. Ja. Den würde ich nehmen. Übrigens, eine Sache. Ja. Wir haben es unter den letzten Folgen auch kommentiert. Wir wollen, also erstmal in der, ich glaube, das war die vierte Folge oder die dritte. Da haben wir ja so wieder ultra viel Gegenstände abgeschmissen. Und da war auch die Diskussion zwischen uns sehr groß, wie wir da am besten gegen vorgehen, um uns selbst auszutricksen, diese Regel und bla. Und haben super viele Leute, richtig, richtig viele Leute irgendwie. Ich hatte 5 Top-Kommentare unter meiner Folge, so 300 bis 500 Likes, wo die Leute halt konstruktiv gesagt haben, Leute, so der Progress anhand von Items ist halt das, was das Spiel ausmacht. Ja. Weshalb wir uns wünschen würden, wenn ihr jetzt nicht jede Folge euren besten Gegenstand abschmeißt. Ja. Weil klar wird das Spiel so schwerer, aber wie gesagt, das ist halt so der Hauptreiz von Diablo und das ist ja auch der Meilensteingedanke hinter dem Spiel. Da haben Kalle und ich uns ein bisschen zu ausgetauscht und haben dann gesagt, ja gut, wir machen das zu, wie gesagt, wir hatten das auch selber nochmal kommentiert unter den letzten Folgen, wir machen das zu krassen Jubiläumsfolgen, beispielsweise. Es wäre jetzt demnächst, denke ich, 25.000 oder so 50.000, falls wir es mal schaffen, wo wir dann wirklich sagen, unser bester Gegenstand fliegt weg. Aber ansonsten wollen wir das nicht mehr machen. Was wir auch machen können, ist natürlich, wenn wir sterben, schmeißen wir alle Items weg. Ne? Ja. So. Das war übrigens ein Dad-Joke. So. So. Pass auf, ich habe hier ein Amulett. Jo. Blitzwiderstand plus 9. Willst du das? Warte. Bei zweiter Akt, Digga? Ja, geh mal her. Okay, zack. Hellrot, ne? Ich hab hier nur scheiß Geld. Das war doch. Ja, scheiß Geld. Geld. Und ich hab die ganzen großen Zauber mal rausgenommen. Außer. Ja, nee. Ja, ich hab jetzt alle. Komm, alle raus. Hm. Weil einfach. Die Boni sind jetzt nicht so überkrass. Ja. Es ist halt super viel Platz, der weggeht. Ja. So, jetzt gucke ich noch einmal bei der lieben Akara, ob da ein einhändiger Stab ist mit
Faster Casting, Digga. Ja, ich gehe jetzt schon mal nach Ludgo Lane. Ja, komme ich gleich nach. Und stelle mich hier schon mal an die Tür, denn wir wollen ja heute anfangen mit der zweiten Quest. Wir haben ja den, beziehungsweise wir haben ja schon den Würfel, haben wir ja schon geholt letztes Mal. Das bedeutet, im Grunde genommen können wir in die verdorrten Hügel porten, um dann Richtung ferne Oase zu gehen. Wir sollen ja den Schaft holen und, achso genau, und wir müssen in diese Wurmgruft unter der fernen Oase, genau, und dann noch in den Tempel der Clown-Wirpern. Und Junge, diese Wurmgruft ist so nervig, weil, ja, es ist wirklich so, weil diese Gänge sind so konzeptioniert, also das ist halt, da merkt man halt, wie alt das Spiel ist. Du gehst durch die Wurmgruft und du kannst einfach nur mit einer Person vorne laufen. Ich sollte wahrscheinlich vorgehen, du kannst da deine Feuerbälle von hinten drauf knallen, sonst bringt das nichts. Weil wenn du ja, vorgehst, dann kann ich nichts machen. Ja, das Ding ist, ich merke einfach immer wieder, ich muss jetzt auch wirklich 2 Points sparen, beziehungsweise jetzt einfach auf Teleport auch mal skillen. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Statisches Feld hast du schon, ne? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man das die ganze Zeit spammen kann und der Effekt stackt. Das wusste ich gar nicht. Oh, also du kannst ja damit die Gegner immer wieder, also du kannst die ganze Zeit das machen, bis die Gegner halt nur noch quasi ein Leben haben, weil du ja immer prozentual das Leben von denen reduzierst. Und dann machst du einfach irgendein Damage-Spell und dann sind die tot. Und es geht halt auch bei Bossen. Echt? Deswegen ist halt der Build da drauf so broken. Du gehst auf Faster Casting. Also ich habe mich jetzt ein bisschen informiert und da deswegen Statikfeld war immer der strongste Build, was du ja auch schon meintest. Aber nicht, weil man dann einmalig mal alle schwächen kann, sondern man spammt das, bis alle Gegner nur noch ein Leben haben quasi. Oder bis es halt reicht, einfach nur irgendein Damage-Spell zu machen, alle kippen aus den Latschen. Das ist halt voll busted. Okay, also das ist mir wirklich neu. Also das ist ja krass. Okay, das wusste ich ja tatsächlich nicht. Aber also es haben ja auch öfter jetzt ein paar Leute geschrieben, ja, Kalle hat ja gar nicht so viel Ahnung. Ich habe halt wirklich nur Endgame-Stuff gespielt. Ich habe super, super lange her, dass man durchgelevelt habe und diesen ganzen Low-Tier-Shit, den kenne ich alles ja nicht. So. Wobei das ist, glaube ich, auch Late-Game. Weil, also ich will dich jetzt nicht in die Scheiße reiten, Kalle, aber im Zuge meiner Ermittlungen... Achso, nee, wir müssen hier verdorrte Hügel, Junge. Im Zuge meiner Ermittlungen kam halt dabei raus, das ist halt auch der beliebteste Build overall und deswegen ist wohl auch, wo wollen wir hin, verdorrte Hügel, ne? Richtig. Deswegen ist Sorceress auch die beliebteste Klasse wohl lange gewesen oder ist es noch, keine Ahnung, weil du gehst in Achterlobbys und machst das und Solo-Carries. You know? Mhm. Oh, Level Up. Ja. Mana-Trank, Haltung. Ich nehme aber keine Tränke auf, weil ich verbrauche ja keine. Ich regeneriere jetzt ganz gut Mana, ist nice. So. Oh Leute, ich hatte 2 Skillpoints. Ja, Ehre in den Röff. Guck mal. So, geht's hier zur fernen Oase? Jo. Kannst hier direkt weiter mitkommen, wenn du Bock hast. Wie machen wir denn das? Das geht dann noch. Ja, ja, ich habe jetzt halt... Ja, okay, nee, machen wir später. Oder? Machen wir später? Wir stehen halt hier nur rum, Max. Ja, ja, aber... Ja, okay, du hast recht. Wir gehen ja eh dann nochmal in der Szene, dann kannst du ja in Ruhe, ne? Dann gebe ich dir nochmal eine Minute drauf. So, hier sind jetzt diese Skarabäen. Vor denen haben wir ein bisschen Schiss. Oder oh mein Gott. Nicht sterben jetzt. Scheiße. Ich meine, hast du heute wirklich und den Döner. Ich will halt auch nicht schlucken. Okay, 2. 2. 2. Hey, oh mein Gott, Alter, ich brauche Blitzresistenz. Heilige Scheiße. Ja, ich habe jetzt 42%, das ist echt ganz nice, ey. Wie fährst du? Kann ich bei C gucken, ne? Ja. Ja, 5. Das ist, ja, das ist halt gar nichts. Das ist Kacke, ja. Oh, Riesenzauber. Übrigens auch Gift, Gegengift und so, ne? Ausdauerelixiere, alle Tränke. Ja, klar. Ja. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ja, hast ja recht. Ist mir auch jetzt selber gerade nochmal bewusst geworden, deswegen. Ich habe jetzt auch mal die Map nach rechts oben gemacht. Oh, das ist viel Geld. Ja, da sammelt Kalle direkt natürlich alles ja ein. Ja, ja, aber wir haben einen geschätzten Stash, Junge. Das wäre noch geil, so eine Art Gilden-Stash, dass man da so sich Sachen ja rüberschicken cool könnte. Boah, Alter, platzt das Ding auf, ne? Ehre. Ehre. So, hier ist ein Wegpunkt.
Ja, das ist sehr geil. Und hier muss irgendwo die Wurmgruft sein. Wir müssen, es macht auch Sinn, wenn wir ab und zu mal so ein bisschen Mobs klatschen, weil wir müssen eh leveln. Ja, ja. Ah, hier ist die, glaube ich, schon, oder? Ah, ne, hier ist die Map zu Ende. Schade. Wie das Skarabäen, Alter. Maschall. Echt. So. Mhm. Da ist schon ganz schön viel Ungeziefer hier, ne? Ja, ja. Du sagst es, ja, Bruder. Ja. Ja, Sister. Boah, jetzt ist der weggeflogen. Ich hasse die. Diese Geier, ne? Ja, das hast du auch letztens gesagt, ne? Na, bist du langsam? Ja. Willst du ein Ausdauerelixier trinken? Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Jetzt kommen wir so richtig geizig rüber, weil wir nicht saufen wollen. So. Oh, was ist hier? Oh, ein Helm, Junge. Ja, hier ist halt... Ach so. Okay. Ja, der Helm ist tatsächlich sogar ethisch. Ah, hier ist die Könnte Wohnung. Man den Dudes geben. Okay, Kalle. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber let's go. Also, wir sollten hier echt ein bisschen entspannter vorgehen. Es gibt drei Level. Ich glaube, auf der zweiten gibt es auch noch einen Wegpunkt, aber brauchen wir eigentlich nicht. Und, hast du was auf Range, was du casten kannst? Ja, Frostnova macht ja auch Range, oder? Also ansonsten halt... Ja, Eisstoß, Eisblitz. Hm. Kann Eisblitz hier den machen. Aber macht halt keinen Schaden. Ja, dann bringt's ja nicht. Also, ja, also wenig Schaden. Ja, es wird schon passen. Also hier sind die ersten Kollegen. Das ist halt auch schwierig, weil natürlich hier die Blitzscheiße... Ja. Ja, davon gibt es einige halt, das ist das Problem. Die sammelt sich halt in den engen Gängen, ne? Oh, shit. Ein bisschen Angst. Ja. Aber die sind jetzt ein. Eins! So, rein damit! Da sind die 10 Euro weg. So. Ja, ich bin ja schon auf 20. Ja, ich glaube, ich muss richtig schlucken in dem Laden hier. Das wird ins Geld gehen, Kalle. Oh, hier ein kleiner Schild, der Dings hit. Ja, nur ein. Ja. Scheiße. Oh! Obacht! So. Achso, ja, okay. Ja, wir gehen mal hier lang. Lass mich mal Mach rein. Das. Ich weiß es halt nicht, wo es ist, ne? Jo, unsere Begleiter kommen auch gar nicht hier drauf klar. Das ist einfach hier. Das Coole ist, wenn du. Oh, hier ist ein Schwarm? Ja. Oh, hier ist ein Schwarm. Nein. Ich kann nicht angreifen, weil du bist vor mir. Hin, oder? Geil, er ist tot und hat ein Stadtportal gedroppt, der Schwarm. Junge, unsere Jungs sind echt verwirrt. Ich trinke nicht. Das Geile ist, wenn du... wenn du... Oh, Achtung, geh mal ein bisschen zurück. Da kommen die von beiden Seiten, Digga. Ich will dir jetzt was sagen. Ja, gerne, mach das. Wenn du nämlich später Teleport nutzt, teleportiert sich dein Dude immer mit auf die Stelle. Das ist immer ziemlich cool. Für solche Läden auch hier. Mhm. Trinke ich jetzt, oder... Ja, ich muss, ne? Ja, da ist der Schweine drin! Imagine, das hier müsste Sterzig spielen. Boah, nee. Da, Alter, dann würde der auch zahlen, bin ich ehrlich. Auftau-Elixier gibt es auch. Ja, wenn du so eingefroren bist. Dann würde der auch zahlen, bin ich ehrlich. Du blockierst mich. Ja. Ja. So. Oh. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ne? Oder? Entspannt, mach das entspannt, ne? Ja, ich vielleicht trinkst du nochmal einen. Nee, noch nicht. Noch lange nicht. Geil, Topaz. Aber das ist jetzt wirklich tricky, weil entweder ich sauf oder ich sterbe. So. Also ich kann nur verlieren. Ich muss bezahlen oder fangen wir vorne an. Ja, weiß ich nicht. Heute ist Zahltag, Kai. Ja, heute ist Zahltag. Ich zahle ja noch genug in meinem Leben, Junge. Ach nee, genau. Das ist halt geil, du kassierst halt so viel für mich. Ja, ich tank die Scheiße hier, wie blöd, ne? Ja, geh mal weiter. Ach, du Affe, Alter! Willst du mich jetzt hier tanken lassen, du Esel? Ja, klar, haben wir ja abgemacht. Oh mein Gott. Ja, Nummer 3. Ja, da ist die Nummer 3. Muss ich nehmen. Junge, ich schluck hier wie ein... Weiß ich nicht. Ja, Tür auf. Wie so ein Ferrari schluck ich hier. Ja, Tür auf. Affe, ey. Das ist doch geil. Ja, und dann ist oh, gehörnter Helm. Gehörnter Helm?
Alter, nur für Baba. gehört er. Ja, wird im Müll geschmissen. Ja, ich glaube schon mal vor. In die Wurmgruft. Ich bin hinter dir. Ja, jetzt waren wir natürlich komplett falsch. Mann, wie viel habe ich jetzt? 3 schon, ne? Für umsonst, ne? Weil wir ja falsch waren. Naja, ist ja für einen guten Zweck. Im. Oh, Leute, Alter. Ist ja sehr dicht hier, ne? Kann man kaum sehen alles. Oh, schöner Ring. Sicher, dass wir hier richtig sind? Nee, nee. Ich meine, ich könnte ja auch immer in die City gehen und mich heilen da, ne? Das wäre möglich. Mhm. Ich hatte es im Urin, wir hätten da oben rechts gehen müssen. So eine Scheiße. Ja, oder unten rechts, oder? Ja, es geht auch noch. Jo, wie lange bin ich vergiftet? Ja. Ich hasse diese Wurmdruck auch. Ich finde die ganz nett. Mhm. Ja, weg, oh, oh, er ist krass. Der ist verflucht. Ja, aber der ist auch voll natürlich tot. Heftig. Schön. Oh, da sind noch mehr. Hilf doch mal mit! Du chillst ja, da nur rum! Hä, hey, ich bin doch bei dir. Junge, hau drauf! Ich hab keinen Mana. Dann trink, Junge! Junge, das sind 10 Euro, das sind 3 Döner. Ja, zweieinhalb. Einer mit extra Käse. So, hier eben eine 2 Runde. Ja, das war halt wirklich hier, ich raste aus. Ich hab so jetzt viel Mana. Jetzt gehst du mal vor, ich hab jetzt die Schnauze voll. Dann sterbe ich. Ja, das ist ja nicht mein Problem, dann springst du halt in die Havel. Musst halt vorsichtig spielen. Ja gut. Oh, geht nicht, schade. Es geht nicht, komm nicht an die Ecke. Ja, hier an der Ecke wahrscheinlich. Mann, du bist so ein Assi, ey. Das ist unfassbar. Geht nicht. Guck mal, ich helfe doch hier. Ja, gut. Ja, jetzt musst du wirklich mal. Ja, ja. Gut, so, es gibt das ja war die Nummer 3. Hast du auch eingetrunken? Jetzt einen Mana-Trink. Ich habe jetzt eingetrunken mal. Ein Mana nach jedem Kill. Ja, ja, ich krieg 2 nach jedem Kill. Nehme ich. So. So, hier oben. Fehlerhafter Smaragd. Ja, lass so ruhig liegen. Habe ich tatsächlich ignoriert. Ja. Scheiße. So. Soll ich die Mücken erstmal wegkloppen? Das halt durch, wie im Sommer, ne? Jo. Ja, auch wenn die, kennst du das, wenn die so an der Treppe sind und da ist so ein Riesenschwarm und du willst die Treppe hoch oder runter und dann kriegst du voll die Mücken ins Maul? Ja, das ist tatsächlich nur bei der Freaks-Treppe. Ja, weil das so am Wasser auch ist, ne? Ja, ja. Junge, Junge, Junge. Gut, die Nummer 4, rein. Ich werde so tot mit meinem 5% Blitzresi. Ja, aber dafür haben wir ja dich. Ist ja ganz cool. Du gehst halt auch extra nicht vorne, du bist so ein Larry. Wieso extra? Also ja, natürlich, sonst sterbe ich doch. Ja, aber das ist doch okay. Nein. Fang mal von vorne an. Ja, stimmt. Wird auch eine gewisse Last abfallen, ne? Ja, wenn wir einmal... Also einmal müssen wir eh sterben. Finde ich. Aber du als erstes, das ist das Wichtige. Nee, nee, du. Nee, nee. Eine Forke! Shit. Okay, 4... 40 Euro, was kann man sich dafür kaufen? Was sind 40 Euro boah, heutzutage? Alter, das war laut. Ja, ja. Nur, hier ist ja einiges. Ja, ja. Kann auch mal in die Stadt, wenn du Bock hast. Ja, lass das machen. Können wir mal hier so ein bisschen. Ja, ich glaube, ich werfe die auch weg, hier die Dinger langsam. So. Die Dinger? Na, die. Ich habe auch noch so 2 große Zauber. Die blockieren mir hier gerade so meinen. Bleibt ein Weilchen. Ja, ich habe auch meine großen Zauber jetzt. Achso, ich muss ja erstmal identifizieren. Deckard! Eckard! Scheiß auf Ausdauer. Okay. Leben lasse ich nochmal. Fügt 1 bis 3 Feuerschaden hinzu. Alter, das ist so ein geiler großer Zauber, oder? Für dich? Ja, du kannst den auf jeden Fall behalten. Das stackt, glaube ich, mit deinem ganzen Shit. Was hast du denn hier eigentlich in der Hand? 11 bis 41. Junge, du bist ja Gott mit deinem Ding. Was? Ich habe hier eine gelbe Forke. Vielleicht ist das was für deinen Begleiter. Schmeiß sie auf den Boden. Mhm. Ich schau mal, ja. Ja, natürlich. Ja, 40 Euro muss der Max jetzt schon verdüdeln. Habe ich jetzt auch 4 oder 3? 4 bis. Ich glaube, ich habe 3, ne? Ja, du hast schon mehr. Er benötigt dafür, er sagt, er kann damit bis jetzt noch nichts anfangen. Dann hat er zu wenig Stärke oder so. Okay. Junge, seine Stimme ist aber auch irgendwie weird, ne? Na gut. So.
Ja, dann 1 bis 3 Feuerschaden. Zählt das jetzt auf meine Frostnova? Kuschinski? 1 bis 3 Feuerschaden. Zählt das auf die Frostnova? Ja. Meinst du es ernst? Ja. Nein, zählt's nicht. Okay. Weil das ist ja Eis-Frostschaden. Ja, wenn so ein Effekt auf dem Schwert bei PoE ist und das kann dann auch trotzdem noch Frost-Damage machen. Deswegen. Okay, ah, dann guck ich jetzt mal nach. Okay, aber ich glaube, das würde dann auf Auto-Attacks gelten. Ich glaube nicht, dass du mit deinen Feuer, mit deinem Eiseffekt. Ich glaube, mit deinem Eiseffekt machst du dann keinen Feuerschaden. Will ich mich jetzt auch wieder nicht aus dem Fenster lehnen? Dann heißt es wieder keine Ahnung. Musst du ja auch nicht. So, aber rein, jetzt equippe ich um. Ich habe ein Schild mit 3 Sockeln. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, hau ich da jetzt die Whiteys rein oder die Yellows? Oder beides? Topaz. Ich hab schon ein paar Skills verdaddelt, ne? Wie bitte? Ich hab hier schon ein paar Skills verdaddelt. Das ist ein bisschen kacke. Du? Nee. Hoppala. Ich könnte Giftwiderstand, brauchen wir das hier doll? Eher Blitz, ne? Kalle. Wir brauchen eher Gift, gibt's auch, aber Blitz ist schon. Ja, Blitz ist schon. Blitz und. Ja, wobei Gift ist auch bei Tarashas Grab und der. Duriel, was macht der? Der slowt dich und der vergiftet dich auch, ja. Also Gift ist auch nicht unwichtig, tatsächlich. Könnte sogar sein, dass Gift sogar ein Tucken wichtiger ist. Meinst du? Ich glaube, das Schlimmste sind ja wirklich die Skarabäen. Das merken wir auch. Ja, jetzt. Aber im Verlauf des Aktes gibt es dann später, glaube ich, eher diese Beschwörer, die Giftschaden machen. Und Feuer gibt es dann in der geheimen Zuflucht. Ja, weiß ich nicht, Digga. Ich halt auch nicht. Ne? Ja, Bürger. Okay, ich gehe einmal zu Elzix. Gerne. Glücksspiel, was haben wir da? Da sieht man nicht, ob die gesockelt sind, ne? Du siehst gar nichts, genau. Du hast einfach nur das Item. Aber kann ich auch nochmal gucken, was könnte ich hier mal tauschen? Ringe, ja, kann ich mir eh nicht leisten. Das ist eh Crap. Okay. Dann lasse ich das. Okay. Gut, dann ziehe ich jetzt ein Schild an mit 3 Sockeln. Und da. Zum Sockeln? Brauchst du da noch irgendwas Bestimmtes? Wie viel. Was muss in den Horadrim-Würfel rein? 3 oder 4? 3 von jeder Sorte. 3. Kannst du mir einen fehlerhaften Diamanten dann geben? Ja. Also, nee, ich habe lediert nur, leider. Ach so. Ja, daraus kann ich aber auch einen machen, weil ich habe noch 2 ledierte. Perfekt. Geil. Weil dann habe ich einen dicken. So. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich auf Level 24 respecke. Oui. Ja. Dann kriege ich nämlich das Schild und dann habe ich ein paar mehr Skill Points. Aber ich weiß nicht, ob das noch zu lange dauert bis 24. Wobei, es geht eigentlich recht flott. Also ich rede gerade ein bisschen mit mir selber, mit dem Publikum. Ist vollkommen in Ordnung. Ja. Während du hier lange brauchst. Hast du noch einen ledierten Smaragd? Nee, ich habe nur noch einen Amethyst und einen Topaz lediert und einen ledierten Schädel und einen fehlerhaften Schädel. Fehlerhaft? Okay. Ja, gut. Dann hau ich jetzt in mein Schild einen Diamanten. Mhm. Einen fehlerhaften Topaz für 16 Blitzwiderstand. Mhm. Und einen fehlerhaften Smaragd für Giftwiderstand. Mhm. Dann macht das Schild jetzt 27 Blitzwiderstand, 27 Giftwiderstand, 11 Kältewiderstand, 11 Feuerwiderstand. Das ist doch geil. Ja. So, dann lege ich den Stab an für faster Casting. Und dann war's das. Gut, dann wieder rein in die Gruft. Ja. Let's go! Speichere einmal noch mein Gold hier ab. So. Okay. I'm coming. I'm coming home. Flup. Das war dein Portal. Shit. Ich dachte, du wärst schon durch. Ja. Nee. Alles gut. Ich dachte, es wäre meins, aber es war ein bisschen done. Ja, okay. So, gehen wir weiter, ne? Da ist noch ein bisschen Geld auf dem Boden. So. So, jetzt habe ich ja ein Schild. Und ich habe jetzt 32 Blitzwiderstand insgesamt. Das geht ja. Oh, hier ist ein Amulett. Moin. Moin. Das ist ja interessant.
So. Alter. Dieser Umfall. Ja, ich halte jetzt ganz gut aus, tatsächlich. Ah, ich habe kein Mana. Ja, dann, Ja, dann, So. Hast du eine Aura, die alle Resistenzen macht oder so? Ja, hätte ich, aber mache ich jetzt nicht. Okay. Also, weil ich sie auch nicht geskillt habe, glaube ich. Ja, ja. Okay, Nummer 5, 50 Euro. So, ja, ich bin dann jetzt wahrscheinlich... Oh, weil... Ich kann jetzt ein bisschen pokern. Ich brauche noch einen Block hier XP. Oh Gott. Es ist einfach unangenehm hier unten. So, was gibt das am nächsten? Sobald ich ohne unter 100 Leben bin, trinke ich. Okay. Das klingt super. Okay, ich trinke! Die Nummer 4, Junge! Ich bin mal 5. So. Ist eine Rauchkugel. Ja, das ist für Zauberin tatsächlich. Ah, hier geht's runter zu dir. Ah, der Kram, ja, ja. So, weiter geht's. So, hier ist jetzt tatsächlich auch der Start, Junge. Aua. Okay. So, ich hau hier noch ein paar Mücken weg. Gerne. Ich habe ja auch Diablo damals gespielt mit Paladin, allerdings zweihändig. Zweihändig? Ich habe ja, also nix mit Guide und so. Ja, weißt du? Ja, hier gab's ja auch nicht so wirklich, ne? Ja, eben. Okay, ich muss nochmal. Da sind bei mir auch die 50 Euro. Ja, das ist halt, wenn man nicht so viel in seine Resistenzen skillt. Halt die Fresse, ne? Ich hab genug. Ne? Ne? Na gut. Ich mach für dich auf. So. Da, hier sind wir schon. Da, jetzt ein bisschen vorsichtig, echt? Bitte, weil. Weiß nicht, ob das ist slow and steady. Ja, ein bisschen zurück. Amena! Oh, Scheiße. Mach mal ein paar Gegner kaputt. Ich brauche noch so ein bisschen XP fürs Level Up. Dann hab ich wieder volles Leben. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, oh. Nee, ich muss trinken. Wir haben ja unsere Leute. Jetzt bin ich gerade. Oh, ich hab getrunken! 60 Euro und trotzdem Level Up. Scheiße, Digga! 60 Euro und trotzdem Level Up. Oh, der ist immun gegen Kälte. Den hättest du gar nicht geschafft. Oh, hier ist ein Neff. Ach du Scheiße. Ja, aber ich kann ja hier den machen. Der ist ja einfach gestorben. Das Gift knallt ganz schön. Junge, rein. Kalle! Ja, es ist du nur, stirbst! Das ist nur das Gift. Jetzt sind es schon 70 Euro. Ja, ich muss in die City. Schnell. Geh in den Stab und geh in die City. Ich hätte das schnell machen können. Ich drop eh nur auf ein Leben. Man droppt mit Gift nur auf ein Leben. Tatsächlich. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, aber ich war gerade selber so ein bisschen... Stimmt das wirklich? So, ich hatte so diesen Gedanken, was ist, wenn es nicht stimmt? Und ich jetzt einfach zugucke, wie ich sterbe. Das wäre so ein bisschen... Wäre ein guter Tod. Also das ist ja auch so das Ding, ne? Weil ihr schreibt ja immer in die Comments, ja, Kalle, hier und da. Ich bin aufgeregt die ganze Zeit, ich will nicht verrecken. Weil der Verlierer muss in die Havel springen. Wisst ihr, was das bedeutet? Habt ihr schon mal gesehen, die Plörre? Ist halt schon echt übel. Gut. So. Den Stab übrigens kannst du auch erstmal nehmen, ne? Der bringt 10, den kannst du in die Hand nehmen, bis wir bei Duryeu sind. Und guck mal, der bringt alle Widerstände 10 und erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 50%. Also, ich weiß ja nicht, ne? Wenn du nichts Besseres hast, so nach dem Motto. Doch, 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 ich hab Besseres. Jo, dann geh doch bitte in dein Zimmer. Junge, hier ist eine Rüstung mit 3 Sockeln. Eine Rüstung mit 3 Sockeln? Hm. Ich hab einen Ring gefunden, 10% schnellere Zauberrate, wenn du Bock hast. Echt? Mhm. Oh mein Gott, der ist richtig gut für mich. Ja, ich weiß. Alter, Ehre in den Ass hinein. So, ich brauche mal so eine Seite so, oder so ein Guide, wo ich sehen kann, welche Runen ich kombinieren kann, damit da eine andere rauskommt. Weil du kannst ja auch dreimal... Safe gibt's das. Dreimal die gleiche Rune quasi in eine Büchse packen hier und dann ja. Kriegst du auch was raus. Und das weiß ich halt nicht, ehrlich gesagt. Okay. Welche das gibt. Ach so, okay. Ja. Ja, komm, also jetzt so eine Talrune macht aber auch 30% Giftwiderstand. Das ist halt auch echt heftig. Heftig, Digga. Ja, okay, ich leg den Ring an. Der ist halt komplett heftig für mich. So. Bräuchte ich sonst hier noch was anderes? Also ich könnte natürlich hier niederstrecken langsam und so. Ja, klar. Anstauen. So, dann... Hm. Ich leg hier meinem Dude noch auch krasse machen. Scheiße an. 10 bis 19. So. Jetzt hat er einen Dreizack. Okay.
So. Also ich könnte, bestimmte Widerstandsauren anmachen, aber nicht alle. Mhm. Und Gift gibt's gar nicht zum Beispiel. Gift gibt es gar nicht. Oder? Ah doch. Reduziert die Dauer von Giften und Flüchen. Ja, gut. Okay. Ich bin ready. Ja, beruhig dich. Dann teleportieren wir uns zur fernen Oase. Ja, beruhig dich. Ja. Dass man mit den richtigen. Aber damit braucht noch ein bisschen Geld aus der Tanke hier. Also ich bin bei 40 und du bei 70, ne? Ich bin schon. Nee, ja doch. Du bist bei 40. Doch, doch. Ja, ja. Ich dachte nur, dass du auch mehr hast, aber du stimmt. Du hast 40, ich 70. Ja, so ist das als Tank. Ja. Ja. Gut, gehe ich jetzt auf Auren. Was bringt das? 75% Schaden. Und hier sind wir. Angesetzt Schaden 114%. Das ist natürlich jetzt Mathematik. Da bin ich richtig scheiße drin. Beim Sinn. So. Dann gehe ich nochmal auf Konzentration. Oh, was ist denn hier los? Moin, Leute. Keine Oase, ne? Ja. Wo bist du? Ich habe nur. Ich habe einmal noch hier ein Level-Up gemacht. Was ist jetzt passiert? Das ist immer, wenn man hier in die vergessene Stadt geht, dann passiert das immer. Er kriegt so voll den Rabbel. Warum wird's dunkel? Was ist jetzt passiert? So, ich kann jetzt Gletschernadel machen. Skill. Ja, ja. Mach ich mal. Mach doch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das Skill aussieht. Krass, du doch mal. Ja, ja. 19 bis 28. Boah, ui, krass. Boah, krass. Boah, krass. Zu schreck, ne? So. Der Giftwiderstand ist bei mir ziemlich wacky. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, es ist dunkel, Max. Ja, ja, ich merk's. So ein Säbel, Digga. Ja, und so. Schaffen wir heute wahrscheinlich Level 20 mindestens. Schon geil. Wobei, okay, pass auf. Die Folge nicht. Ja, doch, für AOE bin ich ja da. Na gut, dann bleib ich mal auf Frostnova hier. Beschädigter. Oh, eine E-Rune. Oh, geil. Haben wir vorhin auch bekommen. Ja. Können wir halt auch kombinieren zur Not, aber da müssen wir mal nachgucken. Ja. Damit wir die nicht so sinnlos verballern, weißt du? Ja, ja, ja. So, wir suchen. Ja, einzeln. Oh, Licht. Ja, okay. Wir suchen jetzt das Tal der Schlangen. Ja. Jo, ich hätte schon Bock auch auf diesen Leaf, ne? Was brauchte ich dafür nochmal? Tierrall, also, Junge. Also nur Rall, weil Tier habe ich zwei Stück schon. Ja, wisst ihr. Man kann auch. Oh, die halten aber aus, die Jungs, ne? Ich glaube, wenn man drei Tier kombiniert, hat man sogar eine Rall bekommen. Aber da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Na dann. Na dann. So, wir können jetzt zu Drogen angehen, wegen der Dunkelheit befragen. Ich weiß gar nicht, warum es dunkel wird. Ich glaube, es ist einfach so ein. Zauber, ja, ist ja immer, wenn man hier in die Stadt. Ja, ja, das ist. Ja, aber ich weiß nicht warum. Das ist mir auch Latte, weißt du? Junge, ich spiele auch nicht Diablo wegen der Lore, bin ich auch ehrlich. Das Ding hat eine geile Story, keine Frage. Aber wie dann auch Leute schreiben, ja, ist übel und so, bla. Junge, ich will einfach nur zocken und geile Items kriegen. Der Rest ist mir doch Juppe. 50? 50! So, hier das Tal der Schlangen, das nehmen wir noch mit. Das machen wir noch. Da gehen wir rein. Klauenvipern. Junge, was ist das für Viecher? Oh mein Gott. Moin, Leute. Ja, in der zweiten Ebene gibt es das Amu. Das Amu? Das Amu. Was Amulett, ist das? Junge. Ah, okay. Okay. Weil wir müssen. Ja, für mich ist das alles echt sehr, sehr aufregend und neu. Also, ja, also merke ich, richtig krass. Was wir jetzt machen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, Digga. Wir besorgen zwei Artefakte, die wir miteinander kombinieren in diesem Würfel. Deswegen haben wir diesen Würfel auch erst geholt. Und den brauchen wir, um quasi den Weg zum richtigen Grab zu finden, wo Duriel hortet, Junge. Weil Duriel ist quasi hier der Herrscher. Der hat sich mit Tal Rasha irgendwie angelegt, meine ich. Ja, und da gibt's aufs Maul. Okay. Ich habe mich eher gerade konzentriert, nicht zu sterben. Echt? Bist fast verreckt, oder? Na, das Ding ist, ich gehe einmal vor, merke, scheiße, ich kann nicht casten, weil ich keinen Mana habe, will zurück, bin kurz stuck, dann hitten die mich, kann ich nicht bewegen und dann kriege ich schon richtig so Panik, Puls. Ne? Ja, ja, verstehe ich. Alter. Hier ist ein gesockelter Langstab. Oh.
3! 2 zu Telekinese. Aber dreimal gesockelt allein ist ja schon Ehre in den Asshole, ne? Jo. Brrr. Ja, mit Alpha haust halt die ganze Zeit so richtig schnell drauf. Ist halt eifrig. Ja. Ey, ich sehe das. Du bist halt richtig der Schlitzer von Spandau. Ja. Boom, 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 boom. Ein Ammo. Ja, ja, das, ja, geil. Du greppst hier alles weg, Junge. 18 zu leben, willst du es? Ah, nee, willst du ja schon besser, ne? Ja, ja. Ist still ja eh. Oh, den Zepter nehme ich mal mit hier. Gönn dir. Was ist. Ist ein Zepter ein Knüppel? Ich weiß es halt nicht. Nee, ein Zepter ist ein Zepter, oder? Ja, das ist halt so die Sache. So, ich bin ja auf 50. Der wäre halt geiler. Da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das hier, 4L, auch da reinsockeln kann, bitte. Schreibt es mal rein. Danke. Hm. Bitte. So, hier. So. Ja, ich bin echt übel der Dagobert Duck gerade, was Trinken angeht. Das ist insane. Ich nehme keinen Trank. Also ja. Ich muss ja theoretisch die ganze Zeit Mana-Trinke nehmen. Aber ich lebe echt nur von meiner Mana-Regeneration. Ab und zu mache ich so eine Frostnova. Ich meine, ist angenehm, weil das slowt die halt. Ja. Und ihr drei könnt die dann komplett abstechen. Schon Ehre. Was würdest du ohne mich machen, Max? Ist die Frage. Ja, ordentlich blechen. Nie wieder Döner. Nie wieder Döner, Junge. So. Bin hier schon mal einen Raum weiter, ne? Ja, ja. Du spielst heute quasi alleine. Naja, du. Ja. Ist halt Paladin halt auch echt krass, ne? Ja, du. Ja, der will halt auch nach vorne kommen, ne? So, ein bisschen das Leben im Auge behalten, aber. Ey, die stoßen einen zurück. Heftig. Alles noch im grünen Bereich hier. So. Ey, unsere Begleiter sterben auch einfach nicht, ne? Ja, die schlitzen auch richtig. So eine Auramasse. Wir haben drei Auren. Heftig. Heftig, Digga. Ich mach 69 Schaden. Ist heftig. So. So. Ober. Okay. Ich geh mal tief rein. So, 60. Oh, ein Ausdauerschrein. Geilo. 60? Ja, ich bin gerade ein bisschen Sparfuchs. Alter, jetzt sind wir halt gleich auf. Ja, wenn du deine Arbeit nicht machst, klar. So. Ja, 70. Also die Nummer 7. Ich bin die Nummer 3. Zack, 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 zack. So. Das ist schon heftig. Die Salamander hier wegmachen, Junge. Ja, ja, und die mit ihren Kackzombies, ey. Ehrenlos. Ich will nicht stechen. Scheiße, ich bin immer vergiftet, ey. Aber das Ding ist, bei dir ist halt das noch viel riskanter. Bei mir ist nur so, ja, kann ich halt nicht zaubern. Aber bei dir ist es halt im Zweifel die Havel. Was machst du da oben? Ich habe gerade mir ein Item angeguckt. Sorry. Ja, ewig muss ich auf dich warten. Also. Ja, klar. So. Ja, das, meine Lebensregeneration ist ein bisschen scheiß langsam. Aber wobei, jetzt gerade stackt's. Jetzt geht's hoch. Wollen wir kurz warten? Bin ja gerade am Arbeiten. Wie du da so alleine draufklopfst mit deinem kleinen Stab, Junge. Hier geht's runter. Ja, nice. So, Questlog. Befrag Dragen. Achso, nee, das ist noch das andere, wegen der Dunkelheit. Ja, ja, dann holen wir jetzt das letzte Item. Ja, ne? Hier sind viele Schlangen. Aufpassen, ein paar Elite. Oh, Junge, und auch ein paar Skelette. Oh, Achtung, der macht Blitzkran. Oh, ist tot. 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 Oh, hier ist ein Wiederbeleber-Boy. Der one-tippt alle, aber die werden immer wieder belebt. Er ist gerade richtig ausgerastet. Oh. Hey. Schaffe ich das mit 120 Leben hier zu überleben? Die Havel kannst du dir beantworten. Ich spring nicht in die Havel, Junge. Oh, hier ist so ein Wiederbeleber-Boy. Jo, hier unten auch noch. Ein Wächter. Okay, ich bleib bei 70. Junge, wieso haut er denn nicht drauf? Der ist ja so faul hier, der Isan. Hier ist noch ein Wiederbeleber. Ja, komm, hier, 80 Euro. Nehmen wir mit. 90. Ich habe auch ein Problem hier. Oh Gott, hier sind drei Stück. Oh, du sollst doch voll haben. Alter. Ja. Jetzt wird geschossen. Zack. So. Haben wir alle? Ich bin auf 90 Euro hoch. 90. Heftig. Das tut weh.
Nur ich bin froh, wenn wir wieder. Also die Handicaps, die verändern halt das ganze Erlebnis, ne? Holy shit. Naja, müssen wir durch. Ab in the City. Ja, gerne. Machst du oder soll ich? Ich mach. Genau. So. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen quatschen hier mit den Leuten, ne? Deckard! Ja, du bist ein cooler Typ. So, und jetzt sollen wir Dings befragen wegen der Darkness. Drognern. So, können wir mal verkaufen. So, da, was war das? Ich glaube, das waren Questlock. Nur zwei. Ich glaube, den Helm behalte ich mal. Einfach. Ja, erstmal ein paar Quests hier abgeschlossen. Benutzen den Horadrim-Würfel, ja, genau. Gut, machen wir gleich. Genau, wir nehmen jetzt nämlich den Stab, Junge, und das Amulett hier, das Vipern-Amulett, das ist auch echt cool, so vom Wert. Schieben das hier rein und dann Hokus-Pokus-Fidibus. Dreimal schwarzer Kater. So, der gibt nicht ordentlich Widerstände, das ist richtig krass. Aber den müssen wir halt, den verlieren wir halt, das ist halt so ein bisschen das Ding. Den können wir nicht behalten. Aber den nehmen wir mal als Secondary. Schieben wir den hier rein. Das spannend. So, ich mach das auch mal. Angriffswert. Und Geschicklichkeit. Ja, geil. Dann tauschen wir den doch direkt mal aus. Alter, der ist halt echt krass. Aber tatsächlich nicht so krass wie mein Schild. Deswegen ist es nicht worth für mich. Ja, ausgezeichnet. Du verlierst den halt auch am Ende, ne? Das ist halt so das Ding. Ja. Aber den muss ich jetzt dabei haben, ne? Den brauchen wir ganz am Schluss quasi, bevor wir bei dem Endboss reingehen. So, dann lege ich den nochmal rein. Aber du kannst den halt auch in dein Secondary Equipment reinpacken. Du hast ja mit W die Möglichkeit, den Secondary zu suchen. True. Okay. Und ja gut. Wir brauchen eh nur einen. So, dann haben wir das. Noch eine schöne Rune. Elrune, Talrune, Tierrune. Okay. Ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf. Ihr hattet auch was geschrieben zu einem Helm. Da könnte ich nochmal überlegen, weil mein Helm ist richtig wack. Aber ich habe, glaube ich, nicht die Runen, die ich dafür benötige. Das ist jetzt nochmal so das Ding. Ich habe jetzt nur eine Neff und eine El. Und ich glaube, das gibt zusammen jetzt nicht. Aber ich kann auch mal direkt gucken. Warte mal, was hat der? Warte mal, theoretisch. Eine Tier. Hast du eine Tier über? Ja, klar. Kannst du mir die geben? Klar. Okay. Machst du natürlich in der richtigen Reihenfolge? Neff. Alter, das ist immer noch echt bitter. Geil. Weil das ist natürlich 2 Mana nach jedem Kill. Das heißt, ich kriege jetzt 4 Mana nach jedem Kill. Aber wofür brauchst du eigentlich Mana effektiv? Naja, also keine Ahnung. Mein Eifer kostet auch Mana. Okay. Und das kostet jetzt tatsächlich nur 2 Mana. Und mit jedem Hit. Also, ich habe jetzt unendlich Mana. Theoretisch. So. Krass. Ich krieg mit jedem Hit 4 Mana dazu. Ja, vielleicht auch was für dich. Ich dachte mit jedem Kill. Mit jedem Hit, achso. Nach jedem Kill. Entschuldigung, ja, stimmt. Nach jedem Kill. Achso, ja, dann. Ja. Aber es skaliert ja mit den anderen, ne? Mhm. Ich krieg pro Kill 4 Mana. Schon irre. Ja, ich muss halt echt mal gucken, wie ich das mache. Das, was ich halt so nice finde, und das hat mich auch bei, das finde ich bei Path of Exile auch so cool, wenn du nämlich über die Items hast, dann siehst du die Runen nochmal drin. Und ich finde, das hat so voll den Wert irgendwie. Das sieht irgendwie nice aus. Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. Sehe ich auch so. Gut. Ja, wir können jetzt nochmal in den Harem marschieren. Ein paar Schön Minuten. In den Harem. Oder wir sagen, wir machen heute ein bisschen früher Schluss und machen bei dir weiter. Ja, wie du magst. Ja, ich glaube, es wäre ein cooles Ende gerade, glaube ich. Und dann ist halt mal 5 Minuten weniger, ne? Aber, was ich jetzt noch mache, das kann ich nicht im Video machen. Ich muss ja, wir müssen ja noch einzahlen jetzt, ne? Was hattest du jetzt in der Bilanz? 7. 7, also 70 Euro muss Henno jetzt noch reinpayen. Da könnt ihr da mal gleich gucken. Also ich mache das jetzt auf jeden Fall direkt im Anschluss an diese Folge. Werde ich jetzt meine 90 Euro spenden fürs Projekt. 9 Tränke habe ich getrunken. Falls ich jetzt mich an der einen Stelle verzählt habe, weil ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich jetzt 90 oder 100 Euro habe. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Und dann, ach komm, ich schmeiß einfach direkt 100 rein. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Gar nicht, gar keinen Bock jetzt hier irgendwie zu überlegen. Ne? Direkt 100 Euro rein in den Topf. Was soll der Geiz? Von uns beiden 100, dann sind wir bei 200. Gut. Und hast du auch das nächste Handicap da? Nein. So, ne? Das wäre geil, wenn würden wir jetzt mit unseren Spenden das nächste Handicap knacken. So, das wäre einfach so random. Gut, dann nächste Folge am Dienstag bei Henno auf dem Kanal. Schaut doch vorbei. Wie gesagt, Sterzeck holen wir nach. Und ja, danke fürs Zusehen.
Können wir ein Abo dalassen auf beiden Kanälen. Hier Hand of Uncut und Kalle, Digga. Und ansonsten, Digga, schönes Wochenende noch, ne? Tschüssi. Tschüssi.